Präsident, meine Damen und Herren! Na, dann ist ja alles klar, Frau Spranger. Dann müssen Sie ja nur noch das Geld rüberwachsen lassen und dann sind wir uns alle einig. Also wir finden es richtig und wir schließen uns der Aufforderung an den Senat an, die Bezirke bei der Ausweisung von sozialen Erhaltungsgebieten, besser bekannt als Milieuschutzgebiete, und den dabei dafür erforderlichen Maßnahmen aktiv zu unterstützen. Die Bezirke haben trotz der jüngsten Haushaltsüberschüsse knappe Haushalte und das Geld reicht hinten und vorn nicht. Es kann aber nicht so bleiben, dass deswegen die Ausweisung von Milieuschutzgebieten unterlassen wird. Und das ist die Realität. Genau da liegt ein Kernproblem. Die Kosten für die Prüfung, ob es in einem Bezirk Verdachtsgebiete gibt, sind für die Bezirke neben manchem politischen Vorbehalten ein echter Hinderungsgrund. Oft heißt es, das können wir uns angesichts anderer wichtiger bezirklicher Aufgaben nicht leisten. Manchmal heißt es auch, das wollen wir nicht, das halten wir nicht für notwendig. So nachvollziehbar das eine, das mit dem Geld ist, es darf nicht der Grund für fehlenden Milieuschutz sein. Die Bezirke müssen daher gezielt finanziell und personell vom Land unterstützt werden. Ein wichtiges Anliegen, was in dem Antrag noch fehlt, ist die Notwendigkeit des einheitlichen Vorgehens in Berlin. Alle Bezirke sollten bei Verdacht oder bei nachgewiesener Verdrängung verbindliche Schritte gehen, Untersuchungen beauftragen und Empfehlungen dann auch umsetzen. Die aktuelle Zahl und Verteilung der Milieuschutzgebiete zeigt aber, dass das bei weitem nicht so ist. In Pankow gibt es 10 solcher Gebiete, in Friedrichshain-Kreuzberg 7, in Tempelhof-Schöneberg 3. In Mitte gibt es 1, weitere werden geprüft. In Treptow-Köpenick soll nach langem Hin und Her, wo übrigens die Grünen keine glückliche Rolle gespielt haben, nun im Kungerkiez doch ein Milieuschutzgebiet eingeführt werden. Aber wo bleibt Neukölln? Wo bleibt Lichtenberg? Neukölln hat nun endlich und wohl fast zu spät für den Reuterkiez eine Untersuchung beauftragt. Für Kaskelkiez und Weitlingkiez in Lichtenberg weiterhin Fehlanzeige. Dabei drängt die Zeit überall in der Stadt. Zum Beispiel in Tempelhof-Schöneberg. Hier hat das Bezirksamt schnell gehandelt und es zeigt sich am aktuellen Fall Groß-Görschen-Katzler-Straße, wie wichtig der Erlass eines Milieuschutzgebietes ist. Wenigstens Luxusmodernisierungen und, wenn die Umwandlungsverordnung denn zügig kommt, auch die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen könnten dann ausgeschlossen werden. Allerdings nicht die Gefahr, dass ein neuer Eigentümer die Mieten durch übliche Modernisierungsmaßnahmen in die Höhe treibt. Da hilft nur eine Neuregelung für allgemeine Mieterhöhung und die Streichung der Modernisierungsumlage in der bisherigen Form auf Bundesebene. Und ob das in dieser Legislatur noch zustande kommt angesichts des Theaters um die Mietpreisbremse, da habe ich meine Zweifel. Ein Milieuschutzgebiet kann nicht alles heilen, aber es wäre in Verbindung mit anderen Instrumenten ein wichtiger Baustein für eine soziale Stadtentwicklung. Die Linke regt daher an, und das ist jetzt wieder was für Sie, Frau Spranger, zum Handeln. Die Ausreichung von Städtebaufördermitteln der sozialen Stadt für Maßnahmen in Sanierungsgebieten und für integrierte Stadtentwicklungskonzepte sollte an die Ausweisung von Milieuschutzgebieten oder andere geeignete Konzepte zur Mietendämpfung gebunden werden. Das Frau würde Kollegin, gestatten Sie eine das einheitliche Handeln der Bezirke befördern. Wer möchte denn fragen? Frau Schmidberger. Bitte schön. Weil Sie gerade noch mal das Thema Treptow-Köpenick aufgerufen haben, muss ich doch mal fragen, ist Ihnen denn bekannt, dass in Treptow-Köpenick die Grünen einen Antrag für mehr Milieuschutz im Kalkunger-Kiez eingebracht haben und die Linken daraus Prüfaufträge gemacht haben? Ich meine, wir sollten hier keine bezirklichen Themen erörtern. Es ist nur so, dass in den unterschiedlichen Zielgemeinschaften jeweils unterschiedliche Meinungen zu Milieuschutzgebieten existieren. Und dass es beim Karl-Kunger-Kiez sehr lange gebraucht hat und insbesondere einer Initiative der Mieterinnen und Mieter, dass es nun endlich auf einem guten Weg ist. Und das war dann mit den Stimmen von Linken und Grünen so, wenn ich mich recht informiert habe. Letzter Punkt zum Handeln. Die Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung des kommunalen Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten müssen natürlich verbessert werden. Wenn die Bezirke keine Chance haben, die Sondermittel, die sie dann brauchen für den Ankauf von Grundstücken, aufzubringen, dann können sie logisch ihr Vorkaufsrecht auch nicht wahrnehmen. Nicht zuletzt die Vorgänge hier einen Steinwurf vom Abgeordnetenhaus entfernt in der Wilhelmstraße.
machen deutlich, wie enorm aktuell der Druck auf Mieterinnen und Mieter ist. Hier organisieren professionelle Entmietungsfirmen die Verdrängung, eine Genehmigung zur Beseitigung von preiswertem Neubau und für ein Luxuswohnprojekt wurde bereits erteilt. Und hier wird schon seit langem in der BVV eine Erhaltungsverordnung gefordert, sowohl eine soziale als auch eine städtebauliche. Die Linke hatte seinerzeit den einen Antrag eingebracht. Eine Mehrheit hat sich dafür bisher nicht gefunden. Das sollte sich ändern, weil die Stadt eben nicht zum Spielball von Spekulanten werden darf. Hier nicht und nirgendwo sonst. Vielen Dank.